Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Ich möchte heute gerne ein Toffifee-Dessert machen. Ich habe mir gerade überlegt, schau mal in deinen Kühlschrank, was hast du noch da? Also es wird jetzt was ganz Spontanes, ohne dass ich da jetzt gerade mir irgendwie Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe hier eine Packung Toffifee. Ich werde gleich ein bisschen Nutella mit reingeben in einen Teil der Creme. Ich habe mir hier zum Süßen heute mal einen Chunky Flavor mit Vanillegeschmack genommen. Also ihr könnt auch entweder Vanilleextrakt nehmen und natürlich auch Zucker. Ich habe hier Sahne, Buko und 500 Gramm Quark. Als allererstes gebe ich jetzt einmal kurz die Toffifee in den Mixer und die lasse ich mir grob zerkleinern für 5 Sekunden auf der Stufe 5. Der Thermomix ist fertig und ich muss sagen, das hat sehr, sehr gut geklappt. Die fülle ich mir jetzt einmal wieder um. Ich habe mir die Toffifees umgefüllt. Jetzt gebe ich einmal den Schmetterling rein und 200 Gramm Sahne und die werde ich jetzt einmal kurz auf der Stufe 3 ohne Zeitangabe steif schlagen. Meine Sahne ist steif geschlagen. Ich gebe jetzt einmal Buko mit dazu. Quark und einmal Süße nach Wahl. Bei mir ist es hier so ein Vanille-Chunky, also ihr könnt einfach auch Vanilleextrakt mit reingeben und natürlich ein bisschen Zucker. Das Ganze vermische ich jetzt für 20 Sekunden auf der Stufe 4. Mein Thermomix ist fertig. Ich werde jetzt einmal meinen Schmetterling herausnehmen, werde einen Teil der Creme kurz umfüllen. Schmeckt auf jeden Fall schon richtig, richtig lecker. Ich habe jetzt so circa ein Drittel hier drin gelassen. Ich werde das auch einmal noch kurz nach unten schieben. Und jetzt gebe ich noch so ein kleines bisschen Nutella mit dazu. Ich werde mal gucken, wie viel. Ich mache die Waage einmal an. Ich denke mal, so ein Esslöffel, denke ich, wird reichen. Das sind jetzt circa 20 Gramm. Wenn man den Löffel jetzt noch ein bisschen sauber macht, denke ich mal, sind es so circa 25. Das sind sogar 30, nicht schlimm. Und das werde ich jetzt noch mal kurz vermischen und dann habe ich sogar noch eine zweite Creme. Und zwar für 10 Sekunden auf der Stufe 4. Meine zweite Creme ist auch fertig. Boah, die sieht richtig, richtig geil aus. Und jetzt werde ich anfangen zu schichten, indem ich jetzt einfach immer so circa einen Esslöffel, ich denke so ein bisschen mehr, hier unten reingebe. So, ich mache jetzt auch erstmal nur zwei Gläschen. Dann gebe ich ein wenig Toffifee mit drüber. Und dann gebe ich obendrauf helle Creme. Das sieht richtig, richtig gut aus. Und obendrauf gebe ich nochmal so ein kleines bisschen Toffifee. Ich denke, dass ich noch ein paar Toffifees gleich klein machen muss. Aber ich muss echt sagen, das sieht doch richtig, richtig süß aus. Das mache ich jetzt einmal fertig. Dann werde ich das Ganze euch noch schön fotografieren. Genaue Mengenangaben und das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.